Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Adventskalender-Türchen auf meinem Kanal, zu dem dritten Adventskalender-Türchen des Adventskalenders 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Heute spielen wir ein kleines Pokémon-Quiz. Ja, hier auf dieser Website habe ich mal eben gefunden. Und ja, das läuft ganz einfach, indem wir hier auf Quiz starten drücken und einfach die Pokémon erraten. Heute teste ich einfach mal mein Wissen über die Pokémon der ersten Generation. Alle 151 Pokémon. Na, werden wir mal sehen, ob ich alle 151 Pokémon erraten kriege. 10 Minuten haben wir dafür Zeit. Ich würde mal sagen, los geht's. Hier habe ich 10 Minuten. Hier Pokémon eingeben. Hier haben wir natürlich Bisasam. Sam. Und ich streng mich an, dass ich alle voll kriege. Wird spannend. Schauen wir mal. Kommt natürlich Bisasam. Oh. Dazwischen. Bisasam. Bisasam. Und jetzt sehen wir mal, wie mein Wissen ist. Jetzt müsste Shiggy kommen. Oh, ja. Mit C. Ja. Oh, da kommt natürlich noch Glurak. Glutexu. Und Glumanda. Da musste ich kurz überlegen. Shiggy. Shillock. Ja, die Starter sind safe. So, jetzt wird spannend. Abra kenne ich noch. Das ist die Nummer 63. Mew und Mewtwo haben wir noch. Erste Generation. Damit die legendären Vogel. Der wird vorgeschrieben. Lavados. Arctos. Und Zapdos. Da fehlen noch zwei, drei unten. Ja, erste Generation. Legendäre Pokémon. Ja gut. Kadabra gibt es dann natürlich noch zu Abra dazu. 7 Minuten habe ich noch. 8 Minuten. Simsala. Und Bim natürlich auch noch. Nee. Spaß. Magnetilo war vierte Generation. Ach, siebte ist ja schon vierte, meine ich. Tilo. Oh, nee, erste Generation. Dann natürlich auch Magneton. Magnetzone ohne T. Magnetzone. Nein. Noch nicht in dieser Generation. Aber Rupi. Fratz. Raupi Kokuna ist nicht die Weiterentwicklung von Raupi, wie man sieht. Den gab es doch schon, ja. Radikal. Jo. Wen kenne ich noch so? Nein, ist noch nicht andere Generation. Ich glaube wirklich viel. Also. Wer ist einem noch so im hohen Gras begegnet? Taubsi natürlich.
Wie kann ich die vergessen? Taubboss. Und zwischen Taubs und Taubboss, wie hieß das? Taubsi Taubboss. Da versagen meine Kenntnisse schon. Zwischen Raubi und Kokuna ist noch eine Menge. Schmidt. Oh. Nein, nicht. Die ganzen Käfer-Pokémon. Smitbo. Mit Doppel-T. Ja. Smitbo. Lidiba. Ja, wie die geschrieben sind, das ist jetzt mal was. Brauchen wir nicht so viel Zeit zu verschwenden. Wie hieß denn das Schmetterling-Pokémon, das wunderbare Schmetterling-Pokémon? Nicht Smetbo, das hässliche Schmetterling-Pokémon, das andere. Na komm. Fällt mir gerade nicht ein, aber Plaudergei? Ist der schon mit dabei? Nein! Schade. Ich kenne natürlich auch die Leute aus der vierten Generation. Mein erstes Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe. Nicht so lange quatschen. Wir haben noch 4 Minuten 30. Da bin ich echt nicht so heftig drin. Hauptsache man kann sie fangen. Und wissen, wie sie heißen. Ja, Kleinstein auf jeden Fall. Zubat. Ja, X-Bad und nicht Goldbad, Giorok, Giovatz. Nein, noch nicht in der ersten Generation. Doch. Dann natürlich auch Onix. Wie ist das andere? Es gab doch zwei Onix und das andere Steinschlangen-Dingens. Elektroball. Und das andere Ball-Pokémon. Elektroball. Knuffenser muss es auch noch geben. Knuffenser. Ja. Wie die Weiterentwicklung heißt, weiß ich absolut nicht. Ich weiß, wie es aussieht, aber kann nicht beschreiben, wie es aussieht, aber 35 von 151 habe ich gefunden. Vielleicht schafft man die 50. Ja, ich glaube nicht dran, aber wie heißen die? Das ist, komm, streng dich an, Zweig. Ist doch peinlich, das kriegst du hin. Die wichtigsten habe ich schon. Ja, Dicta. Ja, ganz wichtig. Und Dictri. Wie konnte ich die vergessen? Boden-Pokémon, Psycho-Pokémon. Gengar. Ja, klar. Gengar. Darf hier nicht fehlen. Alpollo. Und Nibodak. Knogger. Jo. Klassiker. Knogger, die Vorentwicklung. Ja. Da wird schon hart. Na komm, 50. Jetzt sind wir bei 41. Ich habe noch 1 Minute 30. Das wird nichts. Na komm. Was kennst du noch? Wie heißt das Buchstaben-Pokémon? Das ist glaube ich erst vierte Generation, aber. Das. Ja, das.
Ja. Egal, ist hier wahrscheinlich sowieso nicht mit dabei. Eine Minute noch. Ach, das wird doch peinlich, wenn ich das X-Bad wirklich nicht mit dabei. Zubat und Gömbert, ja, aber X-Bad noch nicht. Garados und Carpador, na komm, die müssen dabei sein. Garados, Carpador, Wasser-Pokémon, Tentacha, Machomai, Macholo und das Zwischending hat in 20 Sekunden einzeln. Macholo, unter Stress kriege ich das nicht hin. Macholo, Machomai. Verdammt, 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 verdammt. 3, 2, 1. Oh, Nidoran. Pipi, Pixi, Wolpix, wie konnte ich? Pummeluft, Knuddeluft. Oh, jetzt wird's peinlich, wenn ich mir die hier durchlese. Traumato, Hypno. Voltoball. Oh wei, oh nein, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wie konnte ich Owei und Kokowei vergessen? Na gut, Dragoran. Hm. Rettern, Arbok, ja, die Pikachu, Pikachu, ich hab Pikachu, ich hab nicht an Pikachu gedacht. Ich hab Onix gewusst, aber Pikachu nicht gedacht. Ich hab das Offensichtlichste. Was kannst du eigentlich? Ich hab Pikachu nicht. Meine Fresse, das ist doch peinlich. Pikachu. Nein, Pikachu und Raichu. Das gibt's doch nicht. Ponita Galoppa. Ja gut, ich hatte nur 10 Minuten Zeit und ich stand unter Druck. Aber Pikachu, das ist schon ein bisschen peinlich. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja, Ronin muss Hefcon geschenkt. Toboga, ja. X-Bot tatsächlich noch nicht damit dabei. Wenn sehe ich hier noch Starmie, Sterndu, ja, eigentlich. Relaxo. Mein Lieblings-Pokémon. Natürlich, ja. Ganz klar. Relaxo. Ich hätte es wissen müssen. Labras, Pinsir, Electric. Ich habe Pinsir, den habe ich als Kind immer geliebt. Tja, Pantimus natürlich. Ja, Tragosso, die Vorentwickler von Knogger. Ja, fällt dann einem, wenn man es ganz schnell machen muss, dann doch nicht ein. Ja, man kennt sie irgendwie alle, aber. Ich suche gerade Evoli, die gab es dann damals natürlich auch. Oder? Pikachu. Ja, ja, Aquana, Blitzer, Flamara, das ist ja Evoli, die ganzen Evoli-Entwicklungen. Dodo, Dodri, ja. Die Klassiker. Phlegmon. Ja, der liebe Phlegmon. Pipi und Pixi. Ja, das ist okay. Ja, Enton. Ja, Enton, das hätte man noch wissen können. Ja. Der Menki, Rasa, Fukano, Yakani, Quapsil, Quatsch. Alles geschenkt, aber. Pixi, Pipi und es ist. Ah, Pikachu. Oh. Das ist jetzt. Das ist mir jetzt peinlich. Dass ich Pikachu nicht gewusst habe. Da muss ich mir jetzt nach der Aufnahme nochmal ernsthafte Gedanken drüber machen.
Leute, die sich mit Pokémon absolut gar nicht auskennen, die werden jetzt denken, was macht der Typ da? Was ist hier überhaupt los? Leute, die sich mit Pokémon auskennen, werden sich jetzt denken, was zum Henker, warum kennt er das nicht? Warum ist der so scheiße? Ja. Aha. Ach so, das sind hier nochmal die Grafiken, was gewusst wurde. Kingler wird am wenigsten gewusst. Am wenigsten erraten. Glumanda wird am häufigsten. Glumanda und Bisasam, ja, die Starter hier. Was? Pikachu? 89% haben Pikachu nicht erraten. Ah, dann bin ich ja nicht alleine damit. Ja. Da mich nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich im nächsten Adventskanal natürlich wieder. Dann hoffentlich in besserem Zustand. Da verkacke ich es nicht so sehr. Mensch, Pikachu. Das kennt doch wirklich jeder. Ja, haut rein. Ciao, ciao. Bis morgen.